Bisher steht nur ein Schild, wo schon bald das erste klimaneutrale Gewerbegebiet Deutschlands errichtet werden soll. Vor den Toren von Radolfzell soll ein Meilenstein für den Klimaschutz entstehen. Unser neues Gewerbegebiet Blurado, da steckt Blue für Blau für die reine Farbe und Rado für Radolfzell drin, ist ein sogenannter Clean Energy Park. Das heißt, wir wollen etwas ganz Besonderes leisten, nämlich das erste CO2-neutrale Gewerbegebiet Deutschlands. Radolfzell ist für dieses Leuchtturmprojekt kein zufällig gewählter Standort. Da steckt eine Idee dahinter, die wir als Klima- und Umwelthauptstadt hier am Bodensee einfach weiterentwickeln und vertreten wollen, nämlich dass wir in die Zukunft orientiert sind, dass wir einen Wirtschaftsstandort haben, der in die Zukunft trägt, der jungen Menschen Arbeitsplätze bietet. Wir haben schon zwei Optionsverträge unterschrieben. Wir hatten jetzt erst vor zwei Wochen die Vergabe für den Energiebetreiber. Aber wir haben schon seit einigen Monaten die ersten zwei Verträge mit Unternehmen aus der Region bzw. aus der Stadt, die unbedingt in diesem Gebiet sein wollen. Die wollen vorleben, die wollen mitmachen bei diesem Thema, CO2-neutral in die Zukunft zu gehen. Wir verhandeln gerade einen dritten Vertrag. Wenn der Optionsvertrag auch noch abgeschlossen wird, dann haben wir schon die Hälfte des Gebietes voll. Unbegrenzt Platz für zukunftsorientierte Firmen gibt es nicht. Nur wenige Bewerber werden sich in Blurado niederlassen können. Das kommt immer auf die Größe der Firma an. Also wir haben im Moment 5 Hektar mit einer Erweiterungsoption über 2 Hektar noch. Das heißt, es wird je nach Größe der Unternehmen werden sich zwischen 6 und 12 Unternehmen dort insgesamt nachher ansiedeln. Doch wie kann ein Gewerbegebiet überhaupt CO2-neutral sein? In Radolfzell wurden die vergangenen Jahre genutzt, um sich darüber ausführliche Gedanken zu machen. Es wird über 2 Ebenen funktionieren. Es wird über Photovoltaik auf den Dächern funktionieren, die Unternehmen installieren werden. Und es wird über Agrothermie gehen. Das heißt, es werden in angrenzenden Flächen Wärmeleitungen verlegt und die über den Wärmeaustausch dann eben die Energie liefern und die Wärme liefern, beziehungsweise im Sommer die Kühlung für die Unternehmen. Nicht nur für Radolfzell kann das erste klimaneutrale Gewerbegebiet Deutschlands von Nutzen sein. Gedacht ist es auch als Anstoß für ähnliche Projekte im Land. Ich glaube, es kann ein Leuchtturmprojekt sein und es wird nicht das letzte Gewerbegebiet sein, was wir haben. Und wir wollen natürlich auch, dass es nach außen strahlt. Wir wollen natürlich, dass es auch Vorbild ist für andere. Wir hoffen, dass wir den anderen da auch das Lehrgeld, was wir gezahlt haben in diesem Prozess, einfach abnehmen können und dass wir damit auch eine Welle auslösen, dass diese Idee sich fortsetzt und andere von uns profitieren können. Bisher ist nur das Schild zu sehen, doch schon im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten für Deutschlands ersten Clean Energy Park in Radolfzell beginnen. Blurado. Im Blurado arbeiten Ökologie und Ökonomie zusammen, denn umweltfreundliche Unternehmen machen in Zukunft gute Geschäfte. Im Blurado bilden Sonne und Erde ein Team. Solarkollektoren und Agrothermie sorgen für Elektrizität, Wärme und Klima. Durch das kalte Nahwärmenetz kann auf fossile Energieträger komplett verzichtet werden. Zusammen sind Erdwärme und Sonnenenergie allen anderen heute verfügbaren Technologien ökonomisch und ökologisch überlegen, wie eine Studie der Hochschule Konstanz ergab. Unternehmen erhalten im Blurado auf 4,2 Hektar Platz nach Bedarf. Für eine faire und objektive Vergabe der Bauplätze sorgt eine in Deutschland einzigartige Nutzwertanalyse der Interessenten. Dabei erhalten Unternehmen Punkte für Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Arbeitsplätze. Startups haben also die gleichen Chancen wie etablierte Industriebetriebe. Blurado. 100% Business Park. 100% erneuerbare Energien.